Ist doch die große Krabbe? Nein, hier ist Patrick. Ey! Warte mal, du musst das dreimal machen. Du musst das doch dreimal, egal. Ach echt? Ja. Warum ist Munchup so friendly bei mir? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Painted Town Red, oder sollte ich sagen, zu krustigen Abenteuern mit den Jungs. Wir hatten eigentlich das Intro so geplant. Ihr kennt ja sicherlich alle den Joke hier mit Patrick und der großen Krabbe. Und eigentlich hatten wir so geplant, dass das Mauli die Anrufsounds machst. Und dann kommt das nur einmal, das ist einfach still. So unangenehm. Oh, wie das leckt. SpongeBob! Boy. Oh mein Gott, das ist einfach so eine geile Map. Ja, ich liebe das. Wir als wahrhafte SpongeBob-Fans. Wir sind richtige Pfennigfuchser. Komm mal her, SpongeBob, komm mal her. Was willst du von mir? Ah ja, hab ich mir gedacht. Wo ist Patrick? Oh, ich würde echt, echt mal gerne Krabbenburger probieren. Len, wir müssen Patrick suchen. Wir müssen Patrick suchen? Okay. Nein, Patrick wurde zusammengeschlagen! Patrick! Nein! Dein Spaß ist ja immer noch studiert. Was? Patrick hat studiert? Nein, dein Spaß ist immer noch studiert. Achso. Ich hab gedacht, Patrick hat studiert. Wie die eine Folge, wo er schlau war. Hat er da nicht irgendwie zu SpongeBob irgendwie, oh, wie hat der SpongeBob da nochmal genannt? Er hat da irgendwie SpongeBob komplett anders genannt. Bobrich oder so. Oh Gott, Robert. Wie viel SpongeBob aushält. Ich meine, SpongeBob ist ein Schwamm. Falls du dich an die Folge erinnerst, wo er verkloppt wurde von hier Fred der Flunder. Mhm. Junge. Hast du schon zugeschlagen? Ich hab Patrick umgebracht. Das fühlt sich nicht gut an. Oh nein, ich hab's auch umgebracht. Hier kommt der letzte Customer. Und alle sind tot. Warte, ich will noch mal kurz gucken. War hier hinten jetzt noch was drin? Der Safe ist leider wirklich nicht da, ja. Aber hier war ein Pimpstick. Mr. Krabs ist Zuhälter. Noch irgendwelche anderen Secrets? Ja. Oh, was hier im Regal drin steht. Hier hinten war diese Mülltonne, wo SpongeBob und Patrick drin baden waren. Echt? Ja. Ah, lol, wie süß. Ja. Achso, habt ihr was gefunden, was süß ist? Oder meint ihr die Mülltonne? Ja, bei Dings, bei Mr. Krabs im Büro. Achso, warte, was ist denn da? Warte, ich zeig dir. Guck mal, nichts in seinem Regal. Oh, süß. Das ist ja cute. Hat hinten nicht auch irgendwie hier Thaddäus diesen den Krabbenburger aus dem Müll geworfen? Oder so? So, ja. Oder ausgegraben? Ja, genau, du sprichst das mit dem Spind an, wo er irgendwelche Fieberträume in einem Spind hatte. Ja. Na gut, aber auf jeden Fall, das war schon mal eine spaßige Map. Wir werden jetzt aber natürlich noch ein paar mehr spielen, weil die ging halt echt kurz. Wir sind gerade mal bei 3 Minuten, voll sad. Aber ey, das war bisher die geilste Map als SpongeBob-Fan, also das ist super. Ich hab ein Messer. Du hast ein Messer. Na gut, wir sehen uns in der nächsten Map. So, wir wollten eigentlich eine Mall-Map machen, aber jetzt sind wir hier auf einmal in Chicago gelandet. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie ein Blackout oder so hatten, aber wir haben anscheinend viel gemacht. Was? Seht ihr das auch? Warum steht da nackt da mit einem Katana? Tun Sie es nicht! Schneiden Sie sich nicht den Dödel ab! Die sieht huge aus, die Map. Ja, ne? Die ist ziemlich groß. Ja. Ich werde ihn davon abhalten. Waffen. Scheiße, ich habe verfehlt. Warte, ich muss ihn abhalten davon, sein Schnüdel, die Döde, die abzumachen. Oh, Nano, nee, Mauli, du hast einen Shotgun-Shot verfehlt. Das war ich. Okay. Leute, guck mal. Ja, oh mein Gott. Oh. Alter. Oh. Chicago ist wild. Oh, hier ist was schön. Oh, hier ist ein Safe. Chicago ist schon ziemlich wild, würdest du sagen. Fast wie Detroit, würde ich sagen. Ja, Chicago. What the hell is going on in Chicago? War nicht in Chicago auch irgendeine CSI Chicago oder so? Ist halt riesig, ne? Warte mal, fallen hier ein paar runter vielleicht? Kann man einfach so runterspringen? Nein. Oh, Kann man nicht, ich würde es nicht tun, du bist tot. Fuck! Nein, ich lebe noch. Doch nicht, okay, nice. Aber hier ist eine Treppe nach oben, perfekt. Okay, ich habe schon gedacht nämlich. Der hat sich einfach auf der Treppe hingesetzt. Der braucht eine kurze Pause. Der Junge war fix und fertig. Boah, der hab ich richtig runtergesemmelt. Ach nee, der hängt da ja noch. Aber Maul, ich würde nicht überall runterspringen. Ich glaube, manchmal, also bei manchen Sachen kann sie auch sterben. Du hast Bigfoot gefunden. Oh, ich bin kleiner. Na, wir sind in der falschen Aufnahmesession. Echt? Hier sind noch mehr Waffen und Tresor. Oh, ich komm alle hier an. Ha? Oh, die Polizei kommt bei mir an.
Oh, was hast du gemacht? Aber ein bisschen rumgeschossen. Ist doch, ist doch normal in Amerika. Normal, ja, wollte gerade sagen. Also ich weiß gar nicht, was die für einen Aufwand. Aufruhr schreiben, ich weiß es nicht. Ich bin verrückt. Oh lol. Ich hab echt nicht mehr für Leben. Ja, wieso haben wir beide so wenig Leben? Alter, wenn die da hinten campen an der Brücke. Ja, die sind ein paar Brückencamper. Die sind obdachlos. Mhm. Anderer Begriff für Brückencamper. Alter, ja, Jungs, übertreibt's doch nicht. Geht alle weg, geht alle weg. Junge, Junge, Junge. Oh Gott. Ey, es gibt ein Fitnessstudio. Was gibt's? Fitnessstudio. Wie ist jetzt das? Na los, mal ein bisschen Fitness. Und ein Gefängnis. Glaube ich. Und ein Gefängnis. So kurz nebenbei noch so. Gefängnis und Fitnessstudio vereint. Der beste Spardier ihres Lebens. Werden sie abgestochen, bekommen sie AIDS und gehen sie ins Fitnessstudio. Das ist der Tier meines Lebens. Das sind alles Sachen, die ich schon mal machen wollte. Und das AIDS bekommen. Kann man eigentlich auch HIV negativ bekommen? Ich weiß es nicht. Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich jetzt auch mal. Ah, richtig schön reinzumeiten. Dass der Typ noch laufen kann, Alter. Das war so ein Opa, der sein Gesicht nicht mehr hatte. Nein! Ist gesichtslos. Alter, Mauli, pass auf dein Leben auf. Na, du konntest du dich heilen? Nein, ich habe ja keinen Schaden bekommen. Alter. Weil du meintest, dass du so fertig bist. Nein. Ach so, hab ich mich da verhört? Man muss ihn ja aufräumen, würde ich sagen. Ich hab verhört. Ist okay. Sich ein. Oh, was? Nein, Mauli! Nein, als ob man mit der Kraft trotzdem noch verwundbar sein kann. Ja, klar. Ah, shit, das wusste ich nicht. Soll dich aufpassen, junger Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh, wo bist du denn? Backrooms. Ich weiß es echt nicht. Ich hoffe, hier geht's irgendwo raus ordentlich. LOL. LOL? Ja, gut. Haben wir das auch abgehakt mit dem LOL. Okay, wie schnell wir Energie verloren haben. Oh, die ist aber kleine Treppe. Die ist wirklich klein. Alter, was ist das? Alter, die wird ja mal kleiner. Was ist denn das? Scam? Nano macht die schon fertig. Oh. Ja. Irgendwie. Oh Gott, aua, ich hab durch die Wand. Aua, aua, aua. Nicht gut getan, okay. Was tot. Also ich glaube, das ist einfach nur die Treppe aus einem anderen Dings. Ihr greift mich nicht zufällig an? Okay, gut. Ich suche eigentlich nur ein Medkit. Ein Medkit ist es, was ich suche. Gott, oh Gott. Hier vielleicht drin? Oh, Klo, praktisch. Emergency-Toilette. Haben sie auch manchmal Durchfall? Muss so unterschreiben, so, dass der Staat so Toiletten mehr platziert in den Dings. Nano macht die da fertig wie die Pommes. Der Pommesmann Nano. Pommes Gott. Nanoritis. Die Krankheit, die Nano hat übrigens. Nanoritis. Alles an seinem Körper ist Nano. Hopp! Der ist aus dem Knast ausgebrochen und der hat eh den Tod verdient. Ach, wie scheiße. Alter. Soll ich den Sprung wagen? Aua. Seems riskant. Hallo? Da war doch was. Da ist ein Hackebeil. Nano ist auch fast tot. Oh je. Ja, ja. Jemine. Nano ist sogar noch schlechter dran gerade. Was denn jetzt heißen? Einfach Community-Treffen. Ja, ne? Ja. Okay, shit. Shit. Okay, wollen wir sie nochmal versuchen einfach? Ja, würde ich sagen. Ja. Nano, lass dich umbringen. Wir machen jetzt sozialen Druck auf dich. Bring dich um, bring dich um, bring dich um. Officer, ich möchte festgenommen werden. Nehmen Sie mich hart ran. Na los. Hallo. Okay, lass nochmal. Lass nochmal die Map schauen. Ja, Chicago ist gefährlich. Chicago ist gefährlich, ja. Ja, klar. Was denkst du, warum so viele Menschen jährlich sterben auf der Welt? Weil Chicago. Ja, ja, Chicago. Chicago schiebt Schikane.
Oh nein, lädt es jetzt wieder ewig? Ich hoffe nicht. Nein, ah, nee, okay, gut. Gut, okay. Gut. Seid ihr beide drin? Nice, so, okay. Diesmal ein bisschen besser aufpassen. So, okay. Wir nehmen uns jetzt Waffen. Den brauchen wir doch. Ha? Hört man. Du hast meine Pumpe. Was? Du verschwendest den Schuss an. Man hat noch einen Schuss, ne? Ja. Bei der Waffe. Oh. Ja, gut. So, ich habe erstmal ein paar Leute hier runtergekickt. Alter, das sieht episch aus. Okay, okay, ich gehe jetzt erstmal zu ein paar NPCs und knall den komplett die Birne weg. Und den Hinterkopf auch. Okay, ich gehe mal hier unten rein. Da, wo ich eben war, weißt du, da waren noch total viele Polizisten. Mhm. Die werde ich umbringen. Boah, da habe ich sowas von das Hirn weggebrutzelt. Junge, Junge, Junge. Der ist tot. Habe ich die Shotgun ein bisschen nützlicher genommen. Aber die Map leckt tatsächlich. Also gerade eben hat sie kurz bei mir geleckt, aber die leckt gar nicht für die Größe so. Hab jetzt ist eine Party. Ja, wir machen hier Party. So Party. So. Party. Und ich hab die Arschzahnbürste gefunden. Oh. Die Schmugglerzahnbürste. Wow. Na komm, ihr werdet hier umgebracht. Das ist mein Leichenkeller hier. Hier werde ich alle umbringen. Ich habe den Boxer runtergeschubst. Oh, auf, ich zeig auf. Gott. Oh Gott. Oh, wer bist du denn? Hä? Ich habe eine Schaufel. Du hast eine Schaufel? Ich habe eine wunderschöne Schaufel. Nano, nachdem er seine erste Schaufel geboren hat. Oh, was hat der für einen geilen Schaufel, den wir nicht haben? Nein! Ich will mein zweites. Okay, gut. Oh, leck. Ich hab hier gar nicht mal so viele. Ich bin gar nicht mal am Smiten, muss ich sagen. Leute, da muss ich so viel gewesen. Mauli? Ja? Komm mal kurz. Jetzt hätte ich den Smite. Ja, warum du? So? Shit. Wir machen kurz einen Parkour. Ich war hinter dir. Also. Hier. Mhm. Komm mit. Oh, die Polizisten sind ja voll standhaft. Wir müssen einen kleinen Parkour. Ja. Ich hab einfach eine Shockwave gemacht. Die standen alle wie eine Eins, außer der alte Harry. Alte Harry Schnotter. Okay, ich lock die einfach mal nach oben, die sind eh langsamer als ich. Oben ist, glaube ich, ein bisschen safer. Ich kann mir eine Waffe holen. Oh, nice. Schönes Hackebeil. Wollen wir zum Schlagen? Das ist eine Gitarre? Hier war eine Gitarre auf dem Bett. Ah, ich hab auch. Und jetzt? Hier. Oh Gott, oh Gott. Hier ist vielleicht was los. Aber sieht bisher gut aus, ne? Hast du geschafft? Nö. Shit. Oh, hier oben sind ja so viele, what? Hier ist der Katana. Oh, jetzt hat sich jemand verirrt. Alter, warum ist hier so viel los? Lol. Was ist los? Leute, könnt ihr mir erzählen, warum auf einmal hier oben so viel los ist? Ich weiß nicht. Das ist ja unfair. Oh, hier ist ja viel los, ey. Ja, wer hier komplett gesandwicht. Ich komme da gar nicht durch, Alter. Warte, ich rette euch. Heißes Wasser ins Gesicht! Ich bin, glaub ich, durch die Map gefallen. Echt? Oh. Ja. Shit. Oh, shit. Oh Gott, ich hab massiven Schaden genommen. Ich bin mies durch die Map gefallen. Oh, die Shockwave war komplett umsonst. Bist du richtig unter der Map? Nein. Ha? Das ist ein Troll. Hier steht LOL. Was? Ach so, nein! Ja, ja, ach, da war ich eben auch. Du kannst wieder hochlaufen. da denkt der Junge, er ist durch die Map gefallen. Dabei ist das geplant, sowas. Hallo, Len. Hallo. Da sehen wir uns auch mal wieder. Boah, meine Katana wieder. Ich bin fast tot. Ohne meine Katana bin ich ja nichts. Ohne meine Katana bin ich nichts. Jeder nennt ja. Au. Stimmst du? Hab ich meine Waffe. Junge, oh, Mann. Nimm ein paar Gläser einfach. Ja. Bisschen Ass-Glass. Komm her, bleib stehen. Ich hab eine Dollarnote gefunden. Aua! Au. Ich hab einen Pimpstick. Oh, werde ich jetzt sowas von wegeiern jetzt hier. So wie Mauli vorhin.
Komm her, ich will meinen Stuhl loswerden. Glaub mal, Mauli ist gerade auf seinem Stuhlgang. Naja. Oh, da sind voll viele Katanas in dem Raum, aber man kann nicht hin. Oh, schade. Oder kann man da hin irgendwie? Ich guck mal. Ich hab eine Axt. Ich hab eine Axt. Als ob. Ja. Aber ich hab mies Schaden kassiert, weil ich reingesprungen bin direkt. Einschlag, ne, ich bin tot. Oh shit. Boah, die ist echt ein bisschen schwieriger, die Map so. Ja, die ist ziemlich schwierig. Selbst zu dritt halt, was schon insane ist. Geh mal hier oben hin. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. Ich begebe mich mal etwas in Sicherheit. Ich bin gespannt, wie viele jetzt. Nein! Ey, da kam auf mich zugedodged, dieser Sack, Alter. Der kam richtig auf mich zugedodged. Nein, lass mich los. Wie ein Dodge Challenger. Ich habe ein fettes Problem hier gerade. Oh. Junge. Alter, nein, echt? Was? Okay, warte, ich bring mich um. Warte. Nein, alles gut, wir brauchen ihn nicht nochmal spielen. Okay. Schaffen wir gar nicht in der Folge. Nur ich will irgendwie. Ich suche eine Waffe. Ja, komm, egal. Scheiße. Ich kämpfe mit meinen Muskeln. Du kämpfst mit deinen Oberschenkelmuskeln. Ich opfer mich. Ja, die halten so wie auch so Polizisten. Die halten richtig viel aus. Warte mal. Guck, die Polizisten halten richtig viel aus. Die werden nicht mal weggeschlagen dadurch. Alter. Sind viel zu OP. Das ist wirklich so. Oh Gott. Junge, das ist ja richtige. Richtige Bambule. Oh, 69. Ja. Das ist ja, da wäre noch richtig viel gewesen, Alter. Junge. Alter, guck mal, wie die sich alle wegprügeln noch da. Junge. Die gehen, da heißt es alle auf alle, ne? Das ist ziemlich riskant. Oh Gott. Ja, schade, dass wir die Map gefailt haben. Aber hey, vielleicht kommen wir nochmal zu der Ort zurück irgendwann. Also, wir schaffen irgendwann, wenn wir genug prepared haben. Und ich hoffe, das Spiel ist gerade nicht zu laut, weil sie sich angeschlagen. Na gut, Leute, das soll es erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Lasst eine Bewertung da. Habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal. Und hoffentlich schaffen wir die Map irgendwann nochmal. Bye, bye.